Das bayerische Nürnberg war am Montag Austragungsort zur ersten Verleihung der Initiative Deutscher Fußballbotschafter. Gut 140 Gäste waren vor Ort, darunter viel Prominenz. Ausgezeichnet wurden Trainer und Spieler, die durch ihr Wirken im Ausland in besonderer Weise zum positiven Image von Fußball-Deutschland beitragen. Vorneweg der Schirmherr der Veranstaltung, Rudi Gutendorf. Das Symbol für weltreisende Fußballlehrer. In über 50 Ländern hat er bereits trainiert, Guinness-Bucheintrag inklusive zudem Träger des Bundesverdienstkreuzes. Ein Mann, der um die Bedeutung seiner Arbeit im Ausland weiß. Ich weiß viel besser als jeder von euch, glaube ich, was das ausmacht, wenn man im unterentwickelten oder developing countries tätig ist und kann etwas Modernes auch zeigen, dann gucken die mit glänzenden Augen und sagen, ja, das ist auch, wir konnten etwas geben, auf jeder Ebene. Rund 330 deutsche Spieler und 30 Trainer sind derzeit im Ausland tätig. Deren Leistung zu würdigen, ein Anliegen für den Fußballmarketing-Experten Roland Bischoff, der die Initiative gegründet hat. Ich reise privat wie beruflich sehr, sehr viel, treffe überall Deutsche und da habe ich natürlich gesehen, welche Strahlkraft letztendlich das eigene Verhalten letztendlich auch hat und dementsprechend habe ich mir überlegt, im Fußball ist es noch viel, viel stärker, als wenn man privat unterwegs ist und da habe ich mir überlegt, hier sollten wir eigentlich ein Zeichen setzen, dass die vielen, vielen engagierten Deutschen, die im Ausland sich sehr positiv verhalten, dass wir die auch ein bisschen ins Rampenlicht geben und dass wir einfach auch ein bisschen Auszeichnung geben. Beim Publikumspreis standen 11 im Ausland spielende Nominierte zur Wahl. Unter ihnen Lukas Podolski, Miroslav Klose, Mesut Özil oder Teamkollege Sami Khedira. Und der gewann am Ende mit 29% der Stimmen vor Klose und Per Mertesacker. In Spanien läuft noch die Saison, Khedira darum nicht persönlich, aber per Videoschalte dabei. Der Ehrenpreis ging an Detmar Kramer, den Weltreisenden in Sachen Fußball. Insgesamt war er in über 90 Ländern aktiv. Die Einladung zu dieser Ehrung hat er gerne angenommen. Weil die vielen Reisen, die ich gemacht habe, und die vielen Länder, die ich besuchen dürfte, und die vielen Erlebnisse und Erkenntnisse, die ich empfangen habe, zu den schönsten Erlebnissen meines ganzen Lebens, ich bin jetzt 88, die schönsten Erlebnisse meines ganzen Lebens waren. Also ich bin gerne gekommen. Genauso wie Holger Obermann, Sinnbild für sportliche Entwicklungshilfe und Gewinner des Hauptpreises. Unterwegs war er meist in Krisengebieten, seine Zielgruppe in erster Linie die Kinder. Es war das Lachen der Kinder, das ich ein bisschen höher stellen würde als ein Preis, sei es nun ein Pokal oder sei es eine Trophäe oder man hängt mir etwas um den Hals. Das Lachen der Kinder ist für mich der allerhöchste Lohn. Fußball bewegt. So war es auch an diesem Abend bei der ersten Verleihung der Initiative Deutscher Fußballbotschafter. Eine gelungene Premiere mit Potenzial zur Fortsetzung.